Ja, hallo, ich grüße dich zu diesem Video zum Vollmond in Waage am 16. April. Und ja, bei diesem Vollmond in Waage geht es natürlich um Begegnung, es geht um Liebe, es geht um Zweisamkeit, es geht um Partnerschaft, aber mit dem Pluto im Quadrat und im T-Quadrat auch zur Sonne in Widder geht es um das Thema Macht und Transformation auf der ganzen Ebene. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns das Planetenbild mal an. Am 16. April um 20.55 Uhr findet der Vollmond exakt statt. Sonne steht im Zeichen Widder, der Mond steht im Zeichen Waage. Sie stehen sich, wie es immer ist, an Vollmond in einer exakten Opposition gegenüber. Und der Vollmond ist immer eine gute Zeit für eine Aufnahme. Die Sonne in Widder hat ja hier in diesem kardinalen Zeichen eine impulsgebende, führende Position. Die Widderenergie ist so, dass die selbst ihr Leben in die Hand nehmen will, selbst bestimmen will und eben pionierhaft durchs Leben geht. Der Mond in Waage steht ebenfalls in einem kardinalen Zeichen. Auch er hat eine impulsgebende Energie. Allerdings ist die mehr auf das Du ausgerichtet, auf eine Zweisamkeit, auf eine Begegnung, auf den Kontakt mit Menschen. Und der Mond in Waage braucht den Kontakt mit Menschen. Er passt sich lieber an, damit die Harmonie bestehen bleibt. Er möchte sich verbinden, er hat ein großes Kuschelbedürfnis, er braucht diese körperliche Nähe auch, obwohl Waage ein geistiges Zeichen ist, ein Luftzeichen. Trotzdem geht es hier ganz stark um die Verbindung und hier mit dem Mond natürlich um die emotionale Verbundenheit, emotionale Kommunikation, um dieses Gefühl, zusammen zu sein und dazu zu gehören und zu jemandem zu gehören. Der Mond würde hier im Gegensatz zur Sonne in Widder Kompromisse eingehen, schauen, dass es harmonisch bleibt, während die Sonne in Widder weniger darauf Wert legt, dass es harmonisch ist, sondern die Sonne in Widder, die will ihre eigenen Themen erleben und ja auch verteidigen, ja, oder geht auch lieber in den Kampf, was der Mond in Waage nicht tut. Es ist der große Gegensatz in dieser Opposition. Mond spricht die Gefühle an, das innere Kind auch. Der Mond in Waage hat auch ein gutes psychologisches Verständnis, ein gutes psychologisches Einfühlungsvermögen. Und das hilft auch, wenn man jetzt auf dieses T-Quadrat mit dem Pluto in Steinbock an der Spitze schaut. Pluto in Steinbock ist so eine Energie, die Transformation, Macht, Machtmissbrauch, Ohnmacht, Kontrolle, Struktur und Zerfall mit in das Spiel bringt. Also wir sehen es ja auf der globalen Ebene. Der Pluto ist ja ein transsaturnischer Planet, der betrifft immer die Masse, die Gesamtheit und dann natürlich auch den Einzelnen wieder, weil wir alle haben ihn ja auch in unserem Geburtshoroskop. Jetzt ist es so mit diesem Pluto in Steinbock, dass er einerseits im Quadrat zu der Sonne in Widder sehr getrieben ist oder die Kraft verstärkt, etwas in Angriff zu nehmen oder etwas zu verteidigen oder etwas anzugreifen oder Widerstände auch durchzusetzen oder durchsetzen zu wollen. Denn wenn man mal sieht, wo Sonne und Mond stehen, sie befinden sich auf 26 Grad, 45 Bogenminuten, jeweils im Zeichen Widder und jeweils im Zeichen Waage. Das ist so ein kritischer Grad, der auch die erotischen Gefühle mitbringt und auch den Drang, etwas durchsetzen zu wollen, also sich gegen Widerstände durchsetzen zu wollen. Und es ist vielleicht ratsam, an diesem Vollmond in Waage am 16. April, gerade an diesem Tag Streitgespräche zu vermeiden. Ob das nun die Lebenspartner sind oder ob es Geschäftspartner sind oder ob es überhaupt Menschen im Umfeld sind, Familienmitglieder, alles lohnt sich, paar Tage zu warten, bis dieses exakte Quadrat, weil das wird noch exakt. Die beiden haben einen Aspekt Sonne und Mond von 1 Grad und 50 Bogenminuten circa. Also es ist ein applikativer Aspekt, der wird noch exakt. Von daher lohnt es sich, ein paar Tage zu warten. Ja,
Also, es ist so, dass dieses Quadrat eben diese Energie mit sich bringt. Also, es könnte sehr stürmisch werden in einem auch. Eventuell erlebt man auch, dass man sich untergeordnet fühlt oder ohnmächtig fühlt oder vielleicht das Bedürfnis hat, seinen eigenen Raum und seine eigene Macht jetzt zu vertreten. Und zwar jetzt, also in einer vielleicht hitzigen, in einer demonstrativen Art oder zum Beispiel auch seine Machtansprüche in der Partnerschaft mit dem Mond im Quadrat zu forcieren oder gesehen werden zu wollen. Quadrate sind immer Herausforderungsaspekte, die zur Veränderung und zum Wachstum beitragen. Also die bringen Themen auf den Tisch, sowieso mit dem Pluto, die man sich vielleicht nicht anschauen will oder zum Beispiel auch vielleicht sich selbst fühlt mit diesem Mond im Quadrat, sich an Kindheitsthemen erinnert fühlt oder vielleicht noch mal bewusst wird, wenn man eine Kindheit hatte, wo man so unterdrückt war oder zum Beispiel auch vielleicht die Mutter sehr dominant war, denn für einen Mond in Waage spielen auch die Muttergefühle oder die Mutterverbindung spielt eine große Rolle für die Partnerschaft. Und da würde es sich lohnen, diese psychologische Arbeit an sich zu machen und einfach mal hineinzuspüren, was bedrückt einen oder was hält einen zurück, die wirkliche Nähe zu erleben, die wirkliche Nähe zuzulassen. Wo ist man bereit, Kompromisse zu machen, so wie der Mond in Waage? Und wo macht man viel zu viel Kompromisse, wo einem die Macht weggenommen wird und wo man sich unterdrückt fühlt? Pluto bringt die Themen Sexualität, Transformation, die Wahrheit zu sehen, also in den eigenen Keller hinabzusteigen sozusagen und da nochmal das Licht hineinzuleuchten und zu sagen, wo hat man ein ungutes Gefühl auch sich selbst gegenüber? Also weil Pluto betrifft immer die Schattenthemen und hat viele Facetten von Macht, Machtmissbrauch, Ohnmachtsgefühlen, von Gewalt, von Zerstörung, von Zerfall der Struktur vor allem. Im großen, im globalen Bereich gab es ja am 10. Januar 2020 die Saturn-Pluto-Konjunktion, die immer noch ihren Lauf nimmt. Und wir sehen es ja auch global, wie sich auch in Europa zum Beispiel auch gerade viele Strukturen verändern. Also ich behaupte mal nicht nur in Europa, sondern auch in vielen anderen Ländern, wie sich politische Strukturen verändern, die doch einmal stabil gewesen sind und jetzt oft Entscheidungen getroffen werden, die willkürlich erscheinen. Das gehört auch in dieses politische Spiel und in diesen politischen Zerfall mit hinein. Also da spielt die Saturn-Pluto-Konjunktion schon eine große Rolle vom 10.01.2020 und auch Pluto natürlich. Und ja, wenn er dann in sein anaretisches Grad kommt, er steht ja hier auf 28 Grad 33 Bogenminuten. Also im nächsten Jahr könnte das dann noch mehr zu politischen oder zum Verfall von bestimmten Ländern kommen oder eben zum Zerfall von bestimmten Strukturen. Trotzdem ist Pluto immer gut dazu geeignet, selbst therapeutisch zu wirken oder selbst da mal hineinzuschauen, vielleicht auch durch ein Gespräch, vielleicht auch durch eine Gesprächstherapie, wäre ja auch ganz gut mit dem Mond in Waage und einfach mal zu reflektieren, was denn an einem selbst man nicht mag oder welche selbstzerstörerischen Tendenzen man hat. Das muss ja auch nicht immer gleich gewalttätig sein, sondern es kann ja sein, dass man sich jeden Tag nicht gut mit sich spricht, ja, jeden Tag irgendwelche Sachen erzählt, die in Wirklichkeit gar nicht stimmen. Das T-Quadrat findet in kardinalen Zeichen statt, also auch Steinbock ist ein kardinales Zeichen. Hier geht es darum, etwas Impulsgebendes zu tun, etwas, was eine führende Energie für einen selbst hat. Also hier geht es schon auch darum, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen und zu schauen, wo macht man Kompromisse, wo bedarf es sogar, dass man auf jemanden zugeht, wo bedarf es zum Beispiel auch Abgrenzung mit dem Mond in Waage, weil der
grenzt sich auch nicht so gut ab. Wie gesagt, der schaut, dass es harmonisch ist und dass alle zufrieden sind. Das ist ja etwas, was für so einen Mond in Waage sehr wichtig ist. Und vielleicht kann man das nicht immer bewerkstelligen und vielleicht ist das auch nicht immer der Sinn, es zu bewerkstelligen. Wir haben auch noch sehr schöne Aspekte, weiterhin ein stärkeres Sextil von Merkur zu Venus in Fische. Merkur steht im Zeichen Stier. Der Merkur im Zeichen Stier kann sehr gut auf die Finanzen achten, also eher so ein, jemand, der auch eher etwas stabilisieren möchte, manifestieren möchte, der schaut, was praktisch verwertbar ist. Und hat eher so den Sinn auf die materiellen Werte und auf den Boden der Realität, während die Venus in Fische ja eine Träumerin ist und sich vielleicht mit Geld nicht so gerne beschäftigt oder mit den Finanzen. Also das Zeichen Stier hat ja auch viele andere Themen noch, nicht nur Finanzen, sondern eben auch Besitz, aber auch Genuss, Sinnlichkeit, Erdverbundenheit und vor allem auch die eigenen Talente zu leben. Und die Venus als Regentin vom Zeichen Stier, sie ist auch hier Morgenstern-Regentin, hat jetzt ein Sextil zu diesem Merkur in Stier. Es ist natürlich auch hier sehr gut, die Wünsche, die man hat, auch zu manifestieren und zu schauen für sich, dass man gut für sich sorgt, in dem Sinn auch materiell. Das ist ja jetzt auch wieder ein globales Thema. Wie wird es mit den Finanzen? Wie wird es mit den Immobilien? Wie wird das mit der, immer wieder hört man von Enteignung und so weiter. Wie wird es auch mit der Energieversorgung? Und das ist ein Thema, das werden wir mit diesem Vollmondvideo wahrscheinlich nicht lösen können. Aber für den Einzelnen ist es so ganz gut zu schauen, wie möchte man denn, weil der Uranus steht ja hier auch noch nebendran, für sich selber die neue, so eine Art Strategie entwickeln, was passt denn für einen individuell als Lebensstil? Und wie könnte man das mit den Finanzen auch selbst entscheiden und selbst in die Wege bringen? Die Venus hat auch noch ein Sextil zum Uranus in Stier. Und das ist ja auch ein Aspekt, wo es um viel Freiheit geht. Also immer wenn Venus in einem Sextil mit dem Uranus ist oder in einem anderen Aspekt, dann möchte sie sich nicht so binden, sondern sucht eher nach Abenteuern, wo sie etwas Besonderes erlebt. Und die Venus in Fische steht ja für eine Energie, die medial ist, die kreativ ist. Überhaupt ist es sehr gut an diesem Vollmond auch etwas Kreatives zu machen, vielleicht etwas Kreatives zu verarbeiten. Der Merkur in Konjunktion mit dem Uranus hat ja auch die Fähigkeit, Dinge schnell zu erfassen. Und ja, man könnte sagen, vielleicht ist es gut, sich immer wieder neu auf bestimmte Situationen einzulassen und eben zu schauen, welcher Weg passt für einen individuell. Sowieso in dieser Zeit, wo eben viele Gesetze und sich alles verändert, ist es auch ganz wichtig, dass wir nicht mehr von außen warten, dass die Lösung kommt, sondern es ist hier schon immer mehr gefragt, dass wir selbst für uns die Lösung finden und die bestmöglichste Lösung für uns dann tun und anwenden. Mars ist auch in das Zeichen Fische gewandert und Saturn steht noch bis ins Jahr 2023 im Zeichen Wassermann. Ja, wir haben noch mal dann im Herbst dieses Quadrat auch Saturn-Uranus. Das könnte dann noch mal zu dieser ganzen Pandemie-Thematik führen. Aber hier jetzt bei diesem Vollmond ist es so, dass wir ja auch am 12. April haben oder hatten, je nachdem, wann du dieses Video anschaust, ist es so, dass Jupiter und Neptun eine Konjunktion haben am 12. April. Die beiden treffen sich in einer Konjunktion alle 13 Jahre und es ist so, dass die beiden interessanterweise die Herrscher vom Zeichen Fische sind. Jupiter ist der ehemalige Herrscher, bevor Neptun entdeckt wurde. Mit Jupiter und Neptun ist es interessante, dass die Sinnhaftigkeit des Lebens noch mal mehr verstärkt ins Feld rückt, also die Frage danach, nach dem Sinn des Lebens,
Auch die Themen Auflösung, Philosophie, Religion, Mystik, Spiritualität, das soziale Mitgefühl, auch das Thema natürlich der Medialität, der unsichtbaren Welt und der Kunst und der Kreativität. Also das wird hier verstärkt am 12. April, vor allem wenn die Konjunktion exakt ist. Und ja, beide sind keine Realisten, das muss man auch dazu sagen. Neptun noch weniger als der Jupiter. Und beide verstehen sich in dem Sinne gut, dass sie für Auflösung und für Expansion sind. Also es lohnt sich zum Beispiel am 12. April seine Visionen anzuschauen und auf seine Träume zu achten, zum Beispiel auch die Visionen aufzuschreiben, einfach Bilder kommen zu lassen und auch sich mit diesen Bildern zu beschäftigen. Aber ein anderer Zeitpunkt mag dann besser sein, sie umzusetzen. Zum Beispiel dann in der Zeit, wenn Jupiter am 11. Mai in das Zeichen Widder wandert. Und jetzt bringt diese Konjunktion hier, Jupiter und Neptun, natürlich auch so die Themen Religion ins Spiel. Und hier geht es ja viel um den Glauben, zum Beispiel auch, was glaubst du über dich, was manifestiert sich dann? Oder steht ja auch in der Bibel, ja, alles geschieht nach deinem Glauben. Und sowieso ist es sehr schwierig, über das Thema Religion überhaupt zu sprechen. Wir sehen ja auch, dass in der Vergangenheit viele Religionen einfach Missbrauch betrieben haben und dass es zu vielen Glaubenskriegen geführt hat, weil eine bestimmte Nation behauptet hat, unser Gott ist der Richtige und der andere Gott ist nicht der Richtige. Da sind wir eigentlich gar nicht in diesem großen Feld der Auflösung, wo sich Jupiter und Neptun befinden, sondern da sind wir eher auf der Jupiter-Ebene, wo es um Gesellschaft und um Gesetze geht. Und hier können sehr leicht Kriege entstehen. Und ja, vielleicht geht es ja darum, in dieser Konjunktion mit dem Neptun, vor allem im Zeichen Fische, das aufzulösen und einfach nicht mehr daran zu glauben, dass es nur einen Gott gibt und dass der der Richtige ist und dass diese gelebte Art von Spiritualität, dass nur das das Richtige ist, sondern es geht vielleicht darum, einfach zu schauen, wir alle dürfen an das glauben, an was wir wollen. Ja, das wäre so eine gute Beschreibung von dieser Jupiter-Neptun-Konjunktion. Und natürlich unterstützt sie auch große Visionen. Deswegen ist es ganz gut, auch an diesem Vollmond und am 12. April vor allem, sich einfach mal den Tag Zeit zu nehmen und zu schauen, welche Visionen kommen und was möchte gelebt werden. Ja, das war soweit von mir zum Vollmond in Waage. Und ich ziehe ja nach wie vor immer eine Astrokarte. Mal schauen, welche Karte sich zeigt. Dann nehme ich die hier. Skorpion, Transformation und Macht. Der weibliche, wässrige Skorpion liebt es sehr, der Wahrheit mit allen Konsequenzen auf den Grund zu gehen. Das macht ihn zu einem großen Forscher. Achte darauf, dass du nicht zu zwanghaft an Dingen und Menschen festhältst. Zur Wandlung gehört das Freilassen, damit du im Lauf des Lebens von der Geburt bis zum körperlichen Tod deine wichtigen Erfahrungen lebst. Nimm deine Macht an. Nutze sie konstruktiv. Mit dieser Stärke kannst du Menschen und Tieren auf therapeutischem Wege helfen. Und natürlich allen anderen Lebewesen auch, Pflanzen und so weiter. Woran hältst du zwanghaft fest? Was tut gut loszulassen? Wie ist dein Forscher dran bereichernd? Die Affirmation ist, ich bin machtvoll. Und in der Verbindung mit dem Pluto, da er ja der Regent des Zeichens Skorpions ist, könnte man sich auch fragen, wovon gilt es vielleicht auch etwas loszulassen, wo man zwanghaft festhält, wie zum Beispiel mit dem Mond in Waage, an einer Partnerschaft, an einer Verbindung, auch in Gedanken, auch in Gefühlen natürlich. Und gleichzeitig ist es ja so, dass wir oder viele Menschen auch vielleicht Angst haben, die eigene Macht anzunehmen aufgrund einiger negative Erfahrungen, aufgrund ausgestoßen zu werden, aufgrund ja verdammt zu werden, bestraft zu werden. Und das ist ja auch so eine alte Geschichte, die wir kennen aus der Vergangenheit.
Ja, das war soweit von mir. Ich freue mich sehr, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich freue mich wie immer über ein Like, über ein Feedback, über ein Abonnement und auf meiner Webseite annaroth-coaching.com findest du weitere Angebote. Du kannst dir dort jederzeit gratis auch eine Astrokarte ziehen, dir den kostenfreien Seelenort-Checkup herunterladen, dich unverbindlich in meinen Newsletter eintragen, um weitere schriftliche Informationen zu jedem Neu- oder Vollmond zu erhalten. Und nach wie vor gibt es mein persönliches Coaching und meine weiterführende Coaching-Begleitung. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Zuschauen und ich wünsche dir eine wunderbare Vollmond in Waage Zeit an deinem Seelenort. Bis dann.